Das ist Schrott, das ist ausgedacht. Und das Saubere bleibt immer in Schutz. Das ist unser Vorteil des Islams. Sagt Ibn Hazm, einer der großen Gelehrten von Endulus, sagt, wenn wir die Hadith-Regel anwenden würden auf Bibel, es gibt 290.000 Bibelschreiber. Wie viele haben Bibel geschrieben? Nach ihrem eigenen Aussage 290.000 Bibelschreiber. Wenn wir diese Hadith-Regel, Qawaidul Hadith, anwenden würden, auf diese Regel, auf die christliche Quellen, dann kommt kein Buch raus, das sahih ist, dass du sagen kannst, hier, dieses Buch ist authentisch. Kommt nicht mal ein Buch raus. Nicht mal ein Buch von 294.000 Schreibern. Aber wir haben wir gesagt, wir haben über 180 Bücher, Hadith-Bücher, Quellbücher, alles. Und das werden richtig mit Regeln geforscht. Wer damit sich etwas beschäftigt, dann weiß er auch, wie das schwere Arbeit ist, wie gewaltige Bemühungen dahinter steckt. Wie die Leute dafür ihre Bemühungen gegeben haben. Deswegen, wie könnt ihr sagen, ja, diese Hadithe gibt es, aber diese Hadithe sind Ahad und in Aqidah nimmt man, was? Keine Ahad-Hadithe. Und das sagen die Esch'ariten und die Maturiden. Die sagen, wir akzeptieren keine Hadith, was nicht Mutawatir ist. Wenn es Ahad ist, dann wir nehmen das in Fiqh, aber in Aqidah wir nehmen es nicht. Was ist Antwort? Wir sagen, ja, Ikhwan, oh Brüder, wer hat euch gesagt, dass das keine Mutawatir ist? Diese Hadithe von Mehdi, dass das nicht Mutawatir ist, von Vielzahl von Menschen überliefert worden ist. Es gibt Mutawatir zwei Arten. Es gibt einmal Lafzi und Ma'anewi. Was ist Lafzi? Lafzi ist wortwörtlich, was vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und dann gibt es nach der Bedeutung. Das heißt, es ist nicht zwar wortwörtlich das Hadith, aber egal von wem das Hadith-Kette kommt, ist die Bedeutung dasselbe. Yani, das Mehdi a.s. wird kommen. Das heißt, auch wenn es nicht wortwörtlich ist. Deswegen, Hadith, die nach Lafzi sind Mutawatir, aber genauso Hadith Mutawatir kann durch Ma'anewi sein. Und so, wie haben wir vorhin gesagt, über 30 Sahabe überliefern diese Sache. Und das alles Gelehrten der Sahabe. Nicht einfache Leute, sondern die Gefährten, die Gelehrten der Gefährten. Sallallahu alaihi wasallam. Danach, liebe Brüder, und als Beispiel, wir sehen, wer hat das gesagt? Zum Beispiel, Manaqib al-Shafi'i, al-Abiri, hat das in seinem Buch genannt, dass das Mutawatir, Ma'anewi ist das vorhanden. Oder al-Qurtubi, in seinem Buch sagt er, dass das ist Mutawatir, Ma'anewi. Oder Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, sagt, dass das ist Mutawatir, Ma'anewi und nicht Ahad. Das heißt, auch da habt ihr Fehler gemacht. Ist kein Ahad, sondern ist Mutawatir Ma'anewi. Oder Imam Suyuti, und der ist einer der spätkommenden Gelehrten, zählt zu den neuen Gelehrten. Und Imam Suyuti, der ein großer Gelehrter war, sagt dasselbe. Und außerdem, wer hat gesagt, dass in Aqidah wird keine Ahad-Hadithe genommen? In Aqidah wird jeder Hadith genommen, das sahih ist. Wenn es authentisch ist, sahih oder hasan ist, so wird dieser Hadith angenommen. Sobald es bestätigt worden ist, dass diese Aussage gehört zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so glauben wir daran. Egal, ob es von einer Vielzahl von Menschen überliefert worden ist oder von einer Wenigzahl von Menschen überliefert worden ist. Und das ist sehr wichtig. Weil es gibt Sekten, der sagt, ich nehme nur Mutawatir. Der eine sagt, ich nehme nur Koran und verleugne die ganze Sunna. Aber der eine sagt, nee, ich nehme schon auch die Sunna, aber nur Mutawatir. Woher hast du diese Regel? Wer hat dir diese Regel gegeben? Er sagt, ja, weil da Zweifel ist. Aber diese Zweifel wurde von den Hadith-Gelehrten aufgehoben, nachdem sie diese Hadith geforscht haben. Und es bestätigt worden ist, sahih oder hasan eingestuft, so musst du diese Hadith annehmen und darfst sie nicht mehr ablehnen. Und wenn du das ablehnst ohne Wissen, ohne eine Begründung, kann man sogar von Islam abfallen. Kann man sogar abtrünnig werden. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Mehdi,
weil das unlogisch ist. Und das sind leider heute viele. Gibt es leider viele und das ist das schlimmste Argument. Wenn jemand sagt, ich glaube nicht daran, weil das unlogisch ist, wie geben wir ihm Antwort? Wir sagen und Antwort, erstmal, das ist einer der Zweige von Iman, haben wir gesagt. Von Shu'abul Iman ist das Glaube an Mehdi alaihi salam. Das heißt, wenn du sagst, logisch ist das unlogisch für mich, dann hast du einen Zweig von deinem Iman weggemacht. Und zweite Zweig, dritte Zweig, vierte Zweig, wenn du wegmachst, am Ende hast du kein Iman mehr. Zweitens, das ist Glaube an Qadr. Das heißt, du glaubst auch nicht an Qadr. Weil das Mehdi ist eine Sache Iman und Bil-Qadr. Und das ist Erkanul Islam. Die Säulen von Iman. Erkanul Iman ist das, ist eine Säule von Iman. Das heißt, du verleugnest Qadr. Und Allah sagt, und wir haben alles in ein Maß geschaffen. Das heißt, in alles in einem Qadr geschaffen. Und du verleugnest Mehdi a.s., obwohl Allah es in seinem Qadr geschrieben hat. Und das ist sehr wichtig. Und das müssen wir glauben. Und dann, Prophet sallallahu alaihi wasallam hat viele Träume gesehen. Und das Antwort diesen Leuten, wenn er sagt, ist unlogisch, dann solltet ihr ihm Surah Isra, Vers Nummer 60 lesen. Jeder, der sagt, für mich ist unlogisch, Mehdi alaihi salam, dann liest ihm Surah Al-Isra und 60 und dann sagt, jetzt entscheide selber, ob das für dich logisch ist oder nicht. Warum? Was sagt Surah Isra, Vers 60? Er erzählt über das Traum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oder besser gesagt, über die Reise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo ist er gegangen? Er hat die Nachtreise gemacht. Als er sich hingelegt hat, ist der Engel gekommen und hat ihn mitgenommen. Obwohl sein Körper gelegen ist dort, sagen die Gelehrten, er hat diese Reise mit Körper und Bewusstsein, nicht im Traum, sondern im Bewusstsein mit Körper durchgemacht. Er hat mit Allah gesprochen und er war nicht im Traum, sondern er war im Bewusstsein, in seinem Körper war er drinne und hat im siebten Himmel bis dorthin gestiegen und dann ist er dann über dem siebten Himmel angekommen, wo sogar Jibril nicht mehr gehen konnte. Hat gesagt, wenn ich noch einen Schritt mache, werde ich verbrennt. Und so ist alaihi salatu wasalam weitergegangen und hat dann mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und dieses Gespräch, ein Teil von diesem Gespräch machen, lesen wir jedes Mal in der Attahiyatu. Diese Attahiyatu in Tashahud, was wir rezitieren, ist das Gespräch zwischen Allah und seinem Gesandten. Jetzt sagt Allah azza wa jalla im Surat al-Isra, dass diese Reise war eine Fitne. War was? Eine Fitne. Für die Menschheit. Eine Prüfung. Sagt Allah azza wa jalla. وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. Er sagt, und dieser Traum, den du gesehen hast, diese Reise, was du durchgemacht hast, haben wir eigentlich nur mit einem Sinn und Zweck gemacht. Was war das? Als Prüfung zu den Menschen. Das heißt, es wird Menschen geben, die diese Reise verleugnen werden. Und das haben die auch gemacht, als Mohammed sallallahu alaihi von der großen Reise zurückgekommen ist, von Miraj, hat er das erzählt am nächsten Morgen. Ich war in Jerusalem, Qudus. Die haben gesagt, wie warst du? Du bist doch gestern bei uns gewesen. Wie konntest du eine Entfernung, was 2 Monate braucht, dass du bist dort gegangen über die Nacht und dann zum Himmel gestiegen und so und so und so. Die haben gesagt, er ist wirklich krank und haben ihn ausgelacht und haben zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, würdest du das auch bei deinen Anhängern sagen, wenn wir deinen muslimischen Anhänger rufen, dass du das, was du uns erzählt hast, vor ihnen auch erzählen? Hat er gesagt, natürlich. Ich erzähle das vor jedem. Und daraufhin sind die zu Abu Bakr gegangen. Radiallahu anhu. Und haben gesagt, schau mal, was dein Freund erzählt. Er behauptet das hat er gemacht in der Nacht. Gewaltige Sachen, dass er Paradies gesehen hat, Hölle und so weiter. Er hat mit Allah gesprochen. Er hat in Beitul Maqdis gebetet. Vor ihm waren Propheten. Hat Abu Bakr, was hat alles Abu Bakr Siddiq gesagt? Hat euch das Mohammed erzählt? Die haben gesagt, ja, natürlich, das erzählt Mohammed. Guck mal, wie er krank ist und so. Was hat er gesagt? Wenn er das gesagt hat, ich bestätige. Wenn das Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich glaube. Und seitdem ist er Siddiq geworden. Seitdem ist er was geworden? Der Siddiq. Der Ehrliche. Der ist der Ehrliche geworden, der in seinem Iman keinen Zweifel hat. Deswegen sagt Allah azza wa jalla,
ومن